wunderbaren Aquamarin Verlag gegründet, später kam der Cotona Verlag dazu. Ich habe unglaublich viel gelernt aus den Büchern deines Verlages. Ich finde, du bist ein absoluter Idealist und du verlegst wirklich Sachen, wo es um vertieftes spirituelles Wissen geht. Großartig, danke dafür. Weiter. Ja, danke für die Ihr beide habt nicht nur ein, sondern drei Bücher über Heilung geschrieben. 12 Gesetze der Heilung, Spontanheilung, das universelle Heilungsfeld. Vielleicht die erste Frage. Wie geschah diese Zusammenarbeit? Ist es tatsächlich so, dass, wie man so landläufig denkt, dass du mehr für den weiblichen Part, für die Gefühle, für das Soziale zuständig warst beim Schreiben und du mehr das männliche, mentale oder wie habt ihr da zusammengearbeitet? Wie arbeitet ihr zusammen, wenn ihr so ein Buch schreibt? Ich denke, oh, es ist ja schwierig, wie wir zusammenarbeiten. Aber ich denke, es ist so angefangen, dass du hast das Wort Idealismus benutzt. Mhm. Und das ist das, was uns verbindet. Es ist nicht das männliche, weibliche, natürlich, das fließt in unserer Arbeit auch durch, aber das, was uns verbindet, ist dieser Idealismus. Und aus diesem Idealismus, aus dieser Überzeugung, was ist eigentlich Heilung? Wie hilft uns Heilung in unserem alltäglichen Leben? Was bedeutet das überhaupt? Weil Heilung ist nicht nur irgendwo Mantra singen oder Kräuter nehmen statt Medizin nehmen. Heilung ist viel mehr und das hat uns irgendwo angesprochen. Wir haben viele Diskussionen miteinander darüber geführt. Du bist mehr Richtung philosophisch gegangen. Ich bin ein Praktiker, ich muss das immer alles, was ich schreibe, was ich lebe, anwenden. So entstanden die Bücher. Wie siehst du das von deiner männlichen Sicht? Ja, es hat natürlich eine Vorgeschichte. Also ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Heilung seit über 40 Jahren, also lange schon bevor ich die Verlage gegründet habe. Und das Thema hat mich allein durch die Begegnungen mit vielen, also einigen wirklich bedeutenden Heilern des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart in Kontakt geführt. Ich habe auch die Behandlung dann selber mitgemacht und weiß einfach, dass Geistheilung funktioniert. Und wenn mir heute einer erzählt, das geht nicht, dazu habe ich selbst zu viele Erlebnisse gehabt, das funktioniert auf alle Fälle. Und dann kam in einem Urlaub,